Guten Tag, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Einheit zum Thema Nahtoderfahrung. Und zwar zur Themeneinheit 2, Phänomenologie, 30 Phänomene, die im Zusammenhang mit einer Nahtoderfahrung auftreten können. Doch bevor wir diese Phänomene betrachten, muss ich zunächst einige Vorbemerkungen formulieren. Und zwar zunächst Folgendes. Nahtoderfahrungen sind stets individuell und lassen sich nicht standardisieren. Entsprechend, es können keine eindeutigen Strukturen und Verbindungen der Phänomene festgelegt werden, die im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen auftreten können. Und das bedeutet in der Konsequenz, alle bereits vorliegenden und noch folgenden Kategorisierungen der Phänomene, die im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen auftreten können, sind stets nur unter Vorbehalt zur Kenntnis zu nehmen. Und in Bezug auf die Folien, die Sie jetzt gleich sehen werden, möchte ich noch Folgendes formulieren. Wenn im Folgenden Begriffe in Anführungsstriche gesetzt werden, so bedeutet dies, dass sie in folgenden Einheiten genauer thematisiert werden. Die folgenden Beschreibungen dienen lediglich einer ersten Annäherung an das Phänomen Nahtoderfahrung. Und in der Hinsicht können wir jetzt schauen, welche 30 Phänomene in diesem Zusammenhang begegnen können. Und zwar Phänomen 1. Die Wahrnehmung, dass das Bewusstsein bzw. die Seele sich vom materiellen Körper zu lösen beginnt. Phänomen 2. Die Wahrnehmung, dass der materielle Körper nicht das Selbst ist. Phänomen 3. Wahrnehmungen einer nicht-materiellen Dimension von Körperlichkeit. Phänomen 4. Im Falle eines Unfalles oder einer medizinischen Notsituation. Die Schmerzen des materiellen Körpers werden nicht mehr wahrgenommen. Phänomen 5. Wahrnehmungen von Erleichterung, Glück, Freude. Phänomen 6. Wahrnehmungen von Geschehnissen der unmittelbaren Umgebung, zuweilen innerhalb und außerhalb des jeweiligen Raumes. Phänomen 7. Wahrnehmungen eines höheren Grades an Realität. Die vorfindliche Existenz wird demgegenüber wahrgenommen, wie ein Traum, aus dem man erwacht ist. Phänomen 8a, Wahrnehmungen von Dimensionen, die nicht mehr der vorfindlichen Welt entsprechen und die mit Kategorien und Worten der vorfindlichen Welt nicht angemessen beschrieben werden können. Ein Beispiel dafür ist Phänomen 8b, die Wahrnehmung einer Relativierung von Dimensionen wie Raum, Zeit, Materie und entsprechend Phänomen 8c. Wahrnehmungen von nonverbalen Kommunikationen im Sinne einer unmittelbaren Übertragung von Gedanken. Phänomen 9. Die Wahrnehmung einer Zwischendimension, wie zum Beispiel einem Tunnel, der durchquert wird. Phänomen 10. Im Falle einer negativen Nahtoderfahrung, Gefühle von Angst, Verlassenheit, Einsamkeit. Erfahrungen, die zuweilen im Repertoire religionshistorisch dokumentierter Höllenerfahrungen entsprechen. Phänomen 11. Begegnungen mit verstorbenen Angehörigen und Freunden. Phänomen 12. Wahrnehmungen von Wesen, die oftmals als Schutzengel bezeichnet werden. Phänomen 13. Die Begegnung mit einem Lichtwesen, welches als himmlisches oder göttliches Wesen bezeichnet wird. Die konkreten Bezeichnungen und Beschreibungen können in Beziehung stehen zu den jeweiligen kulturellen Prägungen der Betroffenen. Sie können diesen aber auch widersprechen. Phänomen 14. Die Erfahrungen einer göttlichen Liebe, die jede Dimension menschlicher Liebe kategorisch übersteigt. Phänomen 15. Das Gefühl, in die eigentliche Heimat zurückgekehrt zu sein. Phänomen 16. Das Gefühl einer Allvereinheit oder Allverbundenheit aller Lebewesen. Phänomen 17. Wahrnehmungen einer göttlichen Schönheit und einer musikalischen Urharmonie. Phänomen 18, die Wiedererinnerung an eine Allwissenheit, die vergessen worden ist. Phänomen 19, die Erfahrung einer bedingungslosen Akzeptanz. Phänomen 20, ein Rückblick auf das eigene Leben, welcher oft die Gefühle und Erfahrungen der Mitmenschen einschließt. Phänomen 21, die Möglichkeit und Aufgabe, das eigene Leben zu bewerten. Der Maßstab der Bewertung ist dabei nahezu ausschließlich, inwiefern das Verhalten geprägt war von Liebe, Güte, Fürsorge, Gerechtigkeit und entsprechenden Lebenshaltungen. Phänomen 22, die Mitteilung, noch eine Aufgabe erledigen zu müssen.
Phänomen 23, die Weigerung, wieder in die Existenz, in den materiellen Körper zurückzukehren. Phänomen 24, Entsetzen, Bedauern und Traurigkeit, sich wieder in der Existenz, in dem materiellen Körper wahrzunehmen. Phänomen 25, der Verlust einer Angst vor dem eigenen Tod, oft verbunden mit der Sehnsucht, dorthin zurückzukehren. Phänomen 26, Transformationen von Selbstbildern, Weltbildern und Menschenbildern, oft einhergehend mit grundlegenden Transformationen der bisherigen Lebensgestaltung, zum Beispiel in Bezug auf Partnerschaft, Beruf, Freundeskreis, religiöse Gemeinschaften. Phänomen 27, wenn es nicht gelingt, die Auswirkungen der Nahtoderfahrungen in das Leben zu integrieren, so kann dies sehr negative psychologische Folgen nach sich ziehen, unter anderem Depressionen, Suizidneigung, Angststörungen. Phänomen 28, wenn es gelingt, die Auswirkungen der Nahtoderfahrungen in das Leben zu integrieren, so kann dies sehr positive psychologische Folgen nach sich ziehen, unter anderem Entwicklungen eines positiven Selbstbildes, Überwindungen von Suizidneigung, Überwindung von Angststörungen. Phänomen 29, infolge von Nahtoderfahrungen kann es zu Heilungsprozessen physiologischer Krankheiten kommen, für die es oft keine schulmedizinischen Erklärungen gibt, unter anderem spontane Remissionen von Krebserkrankungen. Und Phänomen 30, infolge von Nahtoderfahrungen kann es zur Entfaltung von Fähigkeiten und Begabungen kommen, welche bei den betroffenen Personen vorher nicht erkennbar waren. Unter anderem erhöhte Formen von Intuition und Sensibilität, Begabungen im Bereich von Kunst und Musik und so weiter. Nachdem wir jetzt diese 30 Phänomene betrachtet haben, möchte ich nochmals die Vorbemerkung wiederholen, nämlich: Nahtoderfahrungen sind stets individuell und lassen sich nicht standardisieren. Kategorisierungen der Phänomene, die im Zusammenhang mit Nahtoderfahrungen auftreten können, sind stets nur unter Vorbehalt zur Kenntnis zu nehmen. Und vor dem Hintergrund können wir jetzt benennen, was eine zentrale Aufgabe der Diskurse zu dem Phänomen Nahtoderfahrungen ist, nämlich Folgendes: Es muss kontinuierlich reflektiert werden, welchen Grad an Plausibilität die konträren Ansätze einer Deutung von Nahtoderfahrungen haben und ob sich diese Plausibilitäten im Zuge weiterer Forschungen verändert. Und vor dem Hintergrund kann ich Sie jetzt einladen zur nächsten Einheit, nämlich Thema Einheit 3, kontinuierliche Reflexionen, 15 Fragen, die in Bezug auf Nahtoderfahrungen kontinuierlich reflektiert werden müssen. Dazu lade ich Sie herzlich ein und sage Danke für jetzt.